Ach ja, stimmt. Ich soll ja noch Dekos bauen für Alex. Moment. Habe ich einfach Dekos, die einfach aus Steinen bestehen, die ich eben schnell bauen kann? Ja, Brunnen. Oder einfach diese komischen Blumenskulpturen. Moment, kann ich? Einfach diese komischen Blumenskulpturen entfernen und einfach nochmal drei neue bauen einfach. So. Lass mich hier in der Ecke einfach die quasi nochmal neu aufbauen einfach. Weil die eh keiner haben möchte. So, und eine machen wir dann hier hinten noch hin. Big Brain Move. Ja, da muss ich ja nicht meinen Platz mit diesen komischen Dingern verschwenden. Wir haben schon einen Brunnen. Der ist schön. Wer hat da hinten gerade auf den Ort gekackt? Ali! Ali kackt einfach dahin, wo ich meine Dekoration bauen möchte. Was ist das? Junge! Richtig Sabotage. So, Alex. Bist du glücklich? Ich schätze, es ist ein bisschen besser. Na, wenn du meinst. Okay. Wie viel Holz habe ich? Nicht genug. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal. Jetzt aber in den Dungeon. Wir gucken uns das neue Gebiet mal an. Ich bin dafür, dass wir Ali opfern. Achso, ich muss mich hier hinstellen. Okay. Ja, stimmt, wir könnten ein Gefängnis für Ali bauen. So. Vielleicht versuchen wir mal auch den einen oder anderen Anhänger wiederzufinden. Hat jetzt schon länger keinen neuen mehr. So, einmal die Panzerhandschuhe. Und einmal das Ziel des Rechtschaffenen oder so. Oh. Ich hätte das vielleicht auch erstmal lesen sollen, bevor ich es zerstört habe. Aber gut. Schön alles kaputt machen. Wer weiß, was es noch alles an gutem Stuff gibt. Ich habe ein Schneckenhaus bekommen. Und Gehirnwäschepilzspore. Was? Einfach Tochukasu-Pilze hier gefunden. Hießen die Tochukasu, die auf Paras auch wachsen? Das ist so der Name, der mir gerade im Kopf da rumgeistert. Was? Hi. Erbärmlich, unterwürfig und abscheuliche Marionette der Roten Krone. Du hast den Jüngsten von uns niedergestreckt. Wir sind die Bischöfe des alten Glaubens. Wir beschützen vor Ketzereien und wir sind die Hüter des wahren Wortes und wir werden eine solche Blasphemie nicht dulden. Deine Sünden sind mannigfaltig und dafür müssen deine loyalen Anhänger leiden. Oh, wo bin ich, Anführer? Stella hungert. Scheiße, Mann. Er hat Stella einfach die Magensäfte ausgesaugt. Wobei die lassen sich betäuben, wenn ich die angreife. Immerhin. So, mittlerweile sind hier schon ein bisschen mehr Wege, aber hier ist eine Tarotkarte. Hat er gerade Oma Lacker gesagt? Ich würde gerne die besseren Truhen. Dann gucken wir erstmal unten, was da noch ist. So. Habe ich Schaden? Doch, ich habe Schaden genommen. Kriege ich hier ein paar. Kriege ich hier Holz? Schade. Ich
Hoffnung. Ich hätte irgendwie die Hoffnung, dass hier vielleicht mal so ein bisschen Stein oder Holz droppt, aber hier droppt echt nichts. Dann halt nicht. Okay, dann weiter nach oben. Sind Frösche. Okay. Da waren Frösche. Oh, eine gute Truhe. Mit einer Tarotkarte. Die Tür des Todes plus. Reduziert deine Lebensenergie auf 1/2, wird allen Gegnern 3 Schaden zugefügt. Das ist nett. Ich hoffe nur, dazu kommt es nie. Aber es ist nett. So, ein bisschen Geld. Und dann geht's weiter. So, ich könnte zu dem Händler. Oder zur B. Dann gehe ich am ehesten zum Händler. Vielleicht kriege ich da was Gutes noch. Achso, ich darf mir eins davon sogar frei aussuchen. Da nehme ich sogar das Fleisch. Ah, das ist der Rakshasa. Okay, cool. Na gut, dann einmal hier oben hin. So, einmal ein bisschen die Hingabe snacken. Ist in der Holzkiste. Oh, schade. Das hätte vielleicht auch Holz sein können. Nein, lass das. Aua. Oh, was kriege ich zur Auswahl? Schnellere Waffe. Ich muss sagen, ich glaube, ich finde die Klaue sogar ein bisschen besser als die Axt. Einfach, weil die ein bisschen schneller ist. Ich bleibe bei der Klaue erstmal. Oh, Hilfe. Oh, da war eine kleine Schnecke. Hab ich gesehen. Oh, der lebt ja noch. Weg mit dir. Schön, wenn der Gegner einfach von dem Stein erschlagen wurde. Ich finde ja diese ganzen ganzen Baumstümpfe, die könnten wir ruhig mal ein bisschen Holz droppen. Oder kann das hier gar nicht droppen in dem Bereich? Was macht der Frosch eigentlich? Die Leute springt nur rum. Oh, Geld und ein steinernen Pilz. Achso, Dekoration. Okay. Why not? Falls Alex wieder nach Deko fragt, dann kann ich ihm jetzt einen steinernen Pilz dahinsetzen. So. So, bei jedem Treffer wird auf dem Bildschirm Schaden zugefügt. Ja, okay. Finde ich ganz gut, falls ich doch mal Schaden nehmen sollte. Was ist es genau für ein Spiel? Ein Roguelite-Aufbauspiel. Guzion. Hi. Aua. Da hat ein Ei gelegt. Nope. Okay, während der Eier legt, ist er ein bisschen anfällig. Aber ich muss aufpassen, dass er... Hier, frisst das mal. So. Der macht guten Schaden auch. Hier, springen wir da rein. Aua. Oh wait, jetzt bin ich aber nur noch im halben Herz. Das ist nicht so gut. Okay. Gerade so noch besiegt. Komm mal mit. So, wir hätten Goldklumpen, Steine oder eine Anhängerform. Ich glaube, ich nehme sogar mal die Goldklumpen mit, weil mal was Neues ist. Oh, nice. Und wir können wieder was Neues machen. Sehr schön. Hat sich wieder sehr gut gelohnt. Okay. Dann haben wir einmal geschafft. Dann können wir erstmal zurück. Boah, ich sehe richtig verprügelt aus. Erstmal zurück.
Wenn ich doch mal Schaden nehmen sollte. Jan vor 5 Minuten. Nun. So, wir haben einen neuen Anhänger gleich. Wer soll's werden? Svenja, Göttin Svenja darf gleich wieder entscheiden. Gefäß, betest du mich nicht an? Bringst du mir keine Opfer dein, in der Hoffnung, deine Gunst zu gewinnen? Wenn du zu deinem Kult zurückkehrst, wirst du eine neue Opfertruhe finden. Darin kannst du Opfer darbringen, die ich in meiner unermesslichen Güte zu Münzen umwandeln werde, auf das du den Kult stärken kannst. Aber ich lasse mich nicht leicht zufriedenstellen. Machst du mir allzu oft die gleichen Geschenke, sinkt der Preis. Aber keine Angst, mit der Zeit wird der Wert wieder steigen. Zoll mir einen angemessenen Tribut und du wirst belohnt werden. Ach, scheiß drauf. Ah, und da ist jetzt die Opfertruhe. Naja, Stella ist gefühlt am Sterben. So, ihr könnt wieder beten gehen. So. Okay, Svenja, wen haben wir denn hier? Wir haben Kuro hier. Okay. Göttin Svenja hat gesprochen. So, random Farbe wird eben wieder... Nee, wird gelb. So. Kuro hat einmal natürlichen Gehorsam. Erhalte bei der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben und eine starke Verfassung. Bitte? Wir können auch Kuro lila machen, wenn du möchtest. Die Göttin hat gesprochen. Gelbe gehören hier nicht hin. Opfern. So, Heilung verläuft um 15% schneller. Dieses lila? Oder eher dieses lila? Das hier dann eher. Nee, das ist zweite. Das hier? Ja. Okay. Okay. Kuro kann... Bäume fällen gehen von mir aus. So, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Essen für die Leute. Und zwar ganz viele Beeren. Dann könnt ihr gleich wieder hier auf dem Boden kacken. So. Wie sieht's hier aus? Da ein bisschen Stuff bekommen. Da ein bisschen Stuff. Oh ja, nice. Wir haben auf jeden Fall genug Holz für eine Raffinerie jetzt schon mal. Okay, dann hätte ich gerne davon. So, dann darf sich da irgendjemand mal hinstellen und... So, Gracie hat gekackt, Ali hat gekackt und allen geht's wieder gut. Und die Bretter sind schon wieder kaputt. Da kann ich zumindest eins reparieren. Das andere gleich. Vogel ist tot, was? Wo stand das? Liegt er hier irgendwo? Oh, ja, da liegt er. Wieso kotzen die alle beim Anblick von Woggle? Moment, was? Begräbnis vorbereiten oder Fleisch gewinnen? Ja, dann. Ein Anhänger ist gestorben. Herzliches Beileid. Leichen sind nicht gut für die Hygiene und können dazu führen, dass dein Anhänger krank werden. Du musst Anhänger in einer Leichengrube oder einem Grab beisetzen, um ihre Verwesung zu verhindern. Natürlich ist das eine Menge Fleisch, das da einfach verschwendet wird. Ja, dann machen wir Fleisch daraus. Wenn schon, dann nutzen wir ihn auch ordentlich. Du hast einen Anhänger geschlachtet. Können wir mit Tomatenmark einschmieren? Aber hey, dann ist es gut. Jetzt brauchen wir nämlich ein Bett weniger. Was kann ich mit diesen Pilzen machen? Pflanzen wir die auch mal ein. Kuro schnappt sich einfach Woggles Bett. Ja. Riecht vielleicht noch ein bisschen alt und modrig, aber das wird schon hoffentlich passen. Kann ich euch heimsuchen? Vielleicht kommst du ja irgendwann wiedergeboren wieder. Stella leuchtet einfach. So. Wie sieht's hier aus? Eins wurde schon gemacht, der Rest kommt noch. Okay. So, jetzt muss ich erstmal wieder auf Kacke-Suche gehen. Tja.
Kann ich immerhin gleich noch zum Düngen verwenden alles. Des einen Kacke ist des anderen Essen. Oder so. Ein Bett ist zusammengestürzt. Es gibt schon wieder nicht genug Betten für alle. Ihr hattet die ganze Nacht genug Betten. Hier kann man nirgendwo hinmachen. Wir brauchen mehr Toilettenhäuschen. Zwei! Gracie, bitte! Sei mal nicht so gierig! So, Krankheitsstuff ist erstmal, glaube ich, wieder erledigt. Kümmere mich eben hier schnell weiter und sehe ich wieder ein bisschen Kacke. Du willst das YouTube, das goldene YouTuber-Privatklo. Die hat da hinten schon wieder hingemacht. Junge. Jetzt chillt Eve da sein Leben. Wobei, vielleicht hat er gerade Pause, dann ist es okay. Gracie, die ist hoffentlich schon bewusst, dass ich 15 Holz brauche, um ein Klo zu bauen. Das ist nicht gerade wenig. Und Ali ist da unten gerade unser Holz am Segnen. Passt ja immerhin, weil Ali will ja auch immerhin ein neues, will ein Klo haben. Also soll er sein Zeug da auch segnen. So, warte, ich baue euch erstmal die Betten wieder zusammen. So, Grace hat wieder ein Bett. So, zack, alles mitnehmen. Sieht's hier aus? Eins noch. Wir können erstmal wieder eine Predigt halten, weil die Leute finden mich gerade alle ein bisschen scheiße. Oh, das hat einiges eingebracht. So, dann einmal jetzt noch die Krone. Und zwar... Gucken wir mal, was hier drin ist. Kann ja nur scheiße sein. Die Notwendigkeit des Opfers oder der Komfort des Jenseits. Freigeschaltet. Eigenschaft Glaube ans Opfer. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Opfer. Plus 20 Glauben, wenn ein weiteres Kultmitglied geopfert wird. Oder Glaube ans Jenseits. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Jenseits. Verliere nur 5 statt 20 Glauben, wenn ein Kultmitglied stirbt. Das klingt besser. Okay. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Dann ist wieder unser Glaube ein bisschen hochgegangen. Ah, hier liegt ein bisschen Kacke rum. Nicht nur ein bisschen Kacke. So, ich glaube, jetzt ist die ganze Kacke auch erstmal weg. So, das ist auch... Mal gucken. Kann ich hier eben schnell noch ein paar Beeren sammeln, bis Ali da fertig geweiht hat. Aber schön, dass sich Gracie immer erst ihren Hut aus dem Schuppen holen muss, bevor sie hier weiterarbeiten kann. So. Okay. Dann können wir jetzt endlich ein Klohäuschen bauen. So. Stellen wir es einfach mal... Ja, keine Ahnung. Ihr nehmt den Betten hin. Dann habt ihr es nicht weit in der Nacht. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Wir haben es geschafft. Oh, Leo kriegt kann ein Level-Up kriegen. So. Bitteschön. Leo, warte. Gib mir dein Level ab. Cool. Ansonsten geht's allen wie immer. 10 haben wir schon mal. Oh wait, Ali kann auch ein Level ab kriegen. Cool.
Wie sieht es sonst aus? Kann ich wieder noch jemanden bestechen für noch ein Level Up? Ist immer noch kurz davor. Gracie nicht, Stair, Kuro auch nicht. Medi nicht, Alex nicht. Doch, Alex! Interagieren, einmal kurz bestechen. Nice, weil da können wir jetzt nämlich noch eine Doktrin machen. Ich habe so hart dafür gearbeitet, die anderen fahren einfach die Belohnung ein. So. Einmal eine Kro. Achso, da ist eine Abklingzeit drauf. Ich kann das nicht direkt nochmal machen. Ah. Ja, gut. So, einmal mitnehmen. Dann gehe ich jetzt einmal nochmal ein bisschen angeln, weil den Leuten scheint es gerade noch gut zu gehen. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Vielleicht liegt ja auch ein bisschen Holz rum. Auf der Pilgerpassage. Das ist ein Stein, Stein. Schade. Kein Holz. Oh. Hi. Hier war ich gar nicht drin, ne? Was? Wer wagt es, unser heiliges Haus des Lichts zu betreten? Na, Verzeihung, ist es nur so, dass der Leuchtturm immer dunkler wird. Egal, wie stark wir beten und es zerschellen in einem Fort Schiffe an einem Felsen. Keine Schiffe, das bedeutet keine neuen Pilger, die dem heiligen Pfad folgen. Wenn bloß unsere Anführerin hier wäre, sie wüsste, was zu tun ist. Wir haben sie nicht mehr gesehen, seit die letzte Nacht auf dem Pier spazieren war. Wir flehen sie an nicht zu gehen, wenn wir alle wissen, von den Zehen im Dunkeln. Aber sie wollte nicht hören. Jetzt haben wir keine Wahl, als zu beten, bis der Leuchtturm wieder erstrahlt. Hochlebe das mächtige Licht! Okay. Das heißt, ich sollte vielleicht mal nachts an den Pier gehen? Oh, da sind wieder neue Fische. Da sind eine ganze Menge neuer Fische. Yo! Dann angeln wir ein bisschen, ne? Vielleicht kriege ich die Quest ja sogar fertig. Außerhalb des Kults wächst nichts nach. Oh, schade. Auch wieder nicht. Da sind hier ein paar fette Fische auch mit dabei. Aber ich wäsche immer nur die kleinen. Egal, einfach alles wegangeln. Na, die hatten wir schon. Also ganz ehrlich, ich finde das super einfach, dass du einfach immer nur halt den Angelhaken im grünen Bereich halten musst. Beziehungsweise nicht also jetzt nicht zwingend einfach. Jetzt nehme ich keinen von euch, der irgendwie schlecht zu stellen, aber ich finde das sehr simpel. Und es geht vor allem sehr schnell. Das finde ich richtig gut. Dass man jetzt nicht hier, keine Ahnung, eine halbe Minute lang an dem Ding ziehen muss, bis man mal einen Fisch an der Angel hat. Es ist wirklich einfach so ganz fix. Einfach, keine Ahnung, 5 Sekunden maximal. Dementsprechend schnappen wir uns erstmal alle Fische, die hier sind. Und dann habe ich einfach die Hoffnung, dass ich die Quest löse. Aber ansonsten haben wir dann ganz viel Fisch. Können wir für unsere Leute wieder gutes Essen machen. Naja, die hatte ich auch schon. Aber schön, dass immer nur die ganzen kleinen Fische da dran gehen und nicht die großen. So, jetzt aber. Da ist jetzt nur ein großer. Der muss jetzt ran. Wow. Der ist schon ein bisschen heftiger, ja. Na, dann wieder ein Hummer. Hier. Ja gut, die großen Fische, da merkt man die Schwierigkeit auf jeden Fall. Wieder nur ein Hummer. Mashing. Na gut, ich halte einfach mal immer gedrückt, wenn ich da in dem Bereich bin. Und immer nur so ein bisschen, dass ich nicht zu weit rausziehe. Schon wieder nur ein Hummer. Ist die ganze Nacht durchgeangelt. Ich würde aber gern alles einmal wegangeln, bevor ich hier gehe. Oh, was haben wir da? Ein Thunfisch. Aber der will kein Thunfisch. Man! Man? Ich wollte eigentlich Mann sagen und da sage ich, dann kam plötzlich auf Englisch raus und plötzlich so Man. Der
Ich glaube, die anderen, auf die kann ich erstmal verzichten. Das sind eh nur so kleine Fische. Literally. Wobei, der Lachs ist eigentlich auch ganz gut. Das ist eine gute Nahrungsquelle. So. Nimm mit, dann haben wir alles. Ja. Leider nichts Neues für dich. Dann kann ich erstmal wieder gehen. Meinem Kult geht es auch noch gerade ganz gut, sehe ich gerade. Wahrscheinlich wieder ein bisschen auf den Boden gekackt und alles. Wobei, nee, wir haben jetzt ein Toilettenhäuschen. Vielleicht haben die ins Toilettenhäuschen gekackt. Aber muss ich das dann immer ausleeren? Nee, da ist nichts drin. Heißt das, ihr habt nicht gekackt? Moment, was? Die Dinger können kaputt gehen, wenn die zu lange in Benutzung sind? Oh. Das ist ungünstig. Wir machen jetzt immer noch ein neues Toilettenhäuschen. Wobei, die waren aber jetzt auch sehr lange da. Also es ist okay. So. Ja, irgendwann ist alles abgebaut, stimmt. Hunger habt ihr so langsam wieder. Ach ja, und ich wollte noch eine Vogelscheuche irgendwann mal bauen. Und die ganzen Vögel hier. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht überall Samen drin, weil die Vögel mir ständig meinen Stuff hier klauen. I see. Ist immer noch ein kaputtes Bett. Das mag sein, aber ich habe kein Holz dafür. Weg. Kostet nochmal die Vogelscheuche? 25, Alter. Nee, du. Okay, Ali ist wieder schön am Predigen. Ali will einfach dieses Klohäuschen. Nein, ich will nicht mit dir reden. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will meinen Glauben abholen. So, was haben wir denn noch? Ein Heilquartier. Und einen Reinigungsposten. Da könnt ihr euch selbst noch um euren Dreck kümmern. Beichtstuhl, Propagandasprecher. Oh, da arbeiten die schneller. Ja, ich weiß schon, wo das hinkommt.